meine Lieben, wir fangen gerade mal wieder an zu grillen. Ich habe es gerade schon auf Instagram gepostet. Hätte ich gewusst, dass André jetzt jeden Tag fürs Essen sorgt, hätte ich vor 3 Jahren schon einen Grill bestellt. Super entspannt, wenn André das Essen macht. Also ich hilf natürlich, bereite vor, aber André grillt dann das Ganze. Und ja, jetzt werden wir Mittag essen. Danach zeigt euch Liana neue Paw Patrols, weil gestern kam ein Päckchen. Und wen hast du bekommen? Rubble, Marshall und Zuma. Wir zeigen sie euch gleich nach dem Essen, aber jetzt essen wir erstmal. So, heute wird gegrillt, Grillkäse, dann haben wir Salat, Grillgemüse, wurde gegrillt. Würstchen. Was? Wurde gegrillt. Was habe ich gesagt? Wird. Okay, manchmal habe ich einen Sprachfehler, das wissen aber meine Follower. Und Liana wollte noch Kürbissuppe. Na? Nein, Zuma wollte. Ah, Zuma wollte Kürbissuppe, klar. Aber Liana isst auch mit Zuma Kürbissuppe, oder? Ja. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir lecker gegessen, ihr Lieben. Jetzt hat Liana ihre Paw Patrol Zeit oder ihre iPad Zeit. Jetzt mache ich schnell den Vlog für, also den ihr dann gestern gesehen habt, das kurze Spielturm-Update. Also kurz, ich habe gerade gesehen, ich habe sehr lange erzählt, fast 20 Minuten. Und der kleine Ben ist gerade aufgewacht, den habe ich jetzt wieder ins Lalesu neben mich. Ah, übrigens habe ich euch das schon erzählt, ich habe jetzt so eine Babybjörn-Wippe gefunden unter den Zuschauern. Total lieb, ich habe auf Instagram gefragt, ob jemand zufällig eine gebrauchte hat, die er verkaufen möchte. Und da hat mir eine Mami geschrieben, beziehungsweise viele Mamis haben mir geschrieben. Also ich habe mindestens 8, 9 Angebote bekommen und konnte dann natürlich toll vergleichen. Und jetzt habe ich eine Babybjörn-Wippe gefunden in super gutem Zustand. Sie hat erzählt, sie hat immer ein Spucktuch drunter gemacht, wenn das Kind drinne lag, und die sieht echt super aus. Und habe ich jetzt für 80 Euro bekommen, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob dem Ben das gefällt, weil seit gestern kann man ihn wieder besser ablegen. Nicht lange, aber ein bisschen besser und auch sogar so ein bisschen... Ich hätte es nicht sagen dürfen. Hallo. Hi, Schatz. Hi. So, mal schauen, ob es jetzt gleich besser klappt. Ich habe ihn mal befreit von seiner Windel und lasse ihn mal ein bisschen nackig strampeln. Habe natürlich eine Unterlage drunter. Unterm im Lalesu. Oh, ist blöd mit dem Licht immer, ne? So ist besser. Genau, ich werde jetzt schnell den Vlog schneiden für euch und das in der Zeit, wo Liana eben beschäftigt ist. André wird dann wahrscheinlich bald mit Mia losgehen und dann habe ich wieder beide Kinder. Deswegen ist das jetzt die einzige Zeit, wo ich das gut entspannt machen kann. Und ja, jetzt ist es so, dass die Sonne ziemlich hoch steht und auf dem Spielplatz, also auf unserem Spielplatz vor dem Haus, jetzt doch sehr krasse Sonne ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nachher eher nach hinten auf unseren Grillplatz gehen und dort mit Liana ein bisschen spielen. Oder auch drinnen im Spielzimmer mal schauen. Es ist schon krass, ne? Wenn man überlegt, es ist April und wir haben schon 25 Grad hier. Was soll dann im Sommer passieren? Also, ja. Wir werden auch definitiv über ein Schwimmbädchen nachdenken, aber... Danke, Satz. Bitteschön. Papi hat gerade eine Windel und einen neuen Body für Ben gebracht. Ja, es wäre jetzt schön, in den Pool reinspringen zu können, aber wir spinnen gerade so ein bisschen mit den Anschaffungen. Aber wir denken einfach, wenn wir zu Hause sind, so lange, dann ist es wichtig, dass wir hier gut beschäftigt sind und haben jetzt halt wegen dem Pool überlegt. Wir hatten ja so einen Intex-Pool, so einen runden. Und André hat gesagt, ach, es wäre aber schön, wenn man schon auch so ein bisschen eine Bahn, also nicht Bahnen schwimmen kann, aber wenn man einfach so 2, 3 Mal hin und her schwimmen könnte, also wenn der Pool ein bisschen höher wäre und vielleicht auch ein bisschen länger. Und jetzt haben wir gesehen, ich wusste das überhaupt nicht, dass es so Stahlpools gibt, also wirklich so wie die Intex-Pools, aber aus Stahl und auch rechteckige oder ovale. Und da will ich mich jetzt mal die nächsten Tage so ein bisschen damit beschäftigen. Verrückt. Gerade einen Spielplatz gekauft, jetzt denken wir über ein Schwimmbad nach. Aber ja, mal schauen, vielleicht ist es auch viel zu teuer. Ich wollte einfach mal so ein bisschen nachgucken, was es da so gibt. Ja, ihr Lieben, ich muss jetzt ans Schneiden und melde mich dann gleich wieder bei euch. So, ein bisschen Pause gemacht. Ich bin auch so ein bisschen halb eingeschlafen, während Ben auf mir gelegen ist. Jetzt ist die Paw Patrol Zeit vorbei. 2 Folgen wurden geschaut. Und jetzt wollte die Liana ein Eis und wir haben so Eisformen, wo wir jetzt immer selber Eis machen. Da kommt dann einfach Apfelsaft rein oder Multivitaminsaft. Und das haben wir gestern gemacht. Und jetzt hätte Liana ein Apfelsafteis. Und ich habe mir ein Magnum-Eis geholt. Das ist so doppelt mit innen drin
Erdbeerpüree oder so. Sehr, sehr lecker. Und jetzt werden wir wieder mit Lianas neuen Paw Patrol Figuren spielen. Und die zeigen wir euch gleich mal. Ne? Ich habe es gerade gepostet auf Instagram und haben schon ganz viele gefragt, wo wir die her haben. Die heißen Basisfahrzeuge Paw Patrol. Leider gibt es gerade nicht alle. Uns fehlen nämlich noch welche, ne, Liana? Aber die sind gerade nicht lieferbar. Deswegen haben wir noch nicht alle. Aber schon ganz schön viele. Stimmt's? Hm. So, ihr Lieben, wir zeigen jetzt mal Lianas Schätze. Den Hubschrauber hat sie zum Geburtstag geschenkt gekriegt von Vanessa. Dann die Paw Patrol Station mit Chase vom Osterhasen, Vanessa. Und wir haben ihr zu Ostern, und das kam halt leider sehr verspätet an, Rubble geschenkt. Rubble hat einen Bagger, ne, Liana? Dann Marshall, der hat ein Feuerwehrauto und ist ein kleiner Feuerwehrhund. Der ist jetzt schon in der Zentrale. Und Zuma ist... Hoppala. Und Zuma ist der... Was ist der, ein Wasserhund, Liana? Ja. Der macht immer die Einsätze auf dem Wasserboot. Und ich sag's euch, auch wenn alles Plastik ist und ich mir lieber nachhaltiges Spielzeug wünschen würde, ist das was, was sie wirklich nonstop bespielt. Sie will von morgens bis abends Paw Patrol spielen und Paw Patrol anschauen und ist jetzt voll in dieser Paw Patrol Phase. Und deswegen darf sie das auch. Ne, mein Schatz? Wen wünschst du dir noch? Ich wünsche mir noch Zwecker und Weide, Elbowisch und Wookie. Genau, die vier fehlen uns noch, ne? Müssen wir mal gucken. Ich habe heute schon geguckt, aber leider sind sie noch nicht lieferbar. Mal schauen. Bald können wir sie bestimmt auch kaufen, okay? Hey, was ist denn mit mir? Hey, Rubble, willst du auch in die Zentrale? Ja. Okay. Und jetzt fangen wir an zu spielen und die Mama macht die Kamera aus, okay? Und so ist der Tag wieder verflogen, ihr Lieben. Wir haben stundenlang jetzt Paw Patrol gespielt, im Garten, am Bach, am Spielplatz, geschaukelt, gerutscht, das Klettergerüst bespielt, Eis verkauft, also wirklich ganz viele Stunden sind verflogen und ich habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, das gibt's doch nicht, es ist schon 7:45. Aber wir haben Hefezopf, den ich heute Morgen gebacken habe, gegessen, ziemlich spät, deswegen haben wir alle keinen Hunger. Ich mache jetzt Liana vielleicht gleich noch einen Kriegsbrei oder eine Suppe. Mal schauen, was sie möchte. Sie ist gerade noch mit Papi draußen, aber die kommen jetzt gleich rein. Der Ben ist aufgewacht und wollte gestillt werden und da draußen so ein bisschen Wind geht, habe ich gedacht, mache ich das jetzt lieber hier drinnen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, es wird nicht mehr viel passieren. Mal schauen, ob ich mich heute noch mal melde oder ob ich morgen früh noch ein bisschen weiter vlogge. Guten Morgen. Ich sehe noch total verpennt aus. Die Nacht war so ulala. Ich war noch nicht vorm Spiegel. Ich bin jetzt erstmal runter mit Ben, weil Liana noch schläft, und mache einen Kaffee. Das sind einfach so ein paar ruhige Minuten, wenn Lianchen noch schläft, weil wenn Lianchen aufwacht, ist Action angesagt. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich aus, dass die Nacht nicht so gut war. Es ist schon 8 und sie pennt noch. Das kommt sehr selten vor. Aber der kleine Ben wird jetzt wieder unruhig, weil der will jetzt gleich wieder schlafen. Heute steht einiges an, vor allem die U7 oder U7A, ich weiß gar nicht was für eine, bei Liana heute Mittag heute Nachmittag um 15 Uhr, glaube ich, musst du gleich nochmal nachschauen. Der erste Termin seit Corona, dass wir mal wieder rausgehen, werden wir auch als Familie komplett machen. André fährt uns hin, weil ich bin noch nicht so viel Tesla gefahren, und einmal für 10 Minuten oder sogar weniger. Deswegen, ja, bringt André uns hin, Ben kommt natürlich mit, und ja, das ist so ein Termin, der mich schon wieder nervt, weil wir keine Termine hatten die letzten Wochen. Aber ja, mal schauen, wie das wird, das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. Ich vlogge heute Morgen noch so ein bisschen weiter für euch und dann fange ich den nächsten an. Jetzt aber erstmal Kaffee. Meine Lieben, jetzt war gerade ganz unverhofft schon der Bagger da. Wir haben in der Baumschule praktisch Bescheid gesagt, dass wir eben einen Baum rausholen und einen neuen Baum reinsetzen wollen bei denen. Und jetzt kam der heute Morgen um 8, ein riesiger Bagger mit so einem Greifdings, und hat den in 2 Sekunden einfach mal rausgehoben, rausgerissen. Und jetzt ist der Baum weg. Jetzt müssen wir uns für einen neuen entscheiden. Wahrscheinlich wird es eine Pinie, weil, ja, wir haben jetzt lange überlegt, auch mit meinen Eltern zusammen. Und cool wäre halt, wenn, also Pinien, die haben ja so ein, wie so ein Schirm, ne? Ist wie so ein,
Die Form des Schirmes. Morgen! Also die Form ist ja wie so ein Sonnenschirm praktisch und sieht mediterran aus. Das Haus ist ja orange, passt ganz gut dazu. Und ja, er hat gemeint, die sind nicht ganz billig. Ich weiß nicht, warum ich mir die ganze Zeit hier rumkratze. Mich juckt's nicht oder so. Ich glaube, das ist eher Verlegenheit, weil ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Genau, Pinje vielleicht. Er wird uns jetzt rausfinden, was das alles kostet. Und vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps gestern unter dem Spielturm-Video. Fast alle haben gesagt, mach Rasen. Hackschnitzel blöd, Rindenmulch blöd, Sand blöd. Also ich denke, es wird wahrscheinlich Rasen und auch kein Kunstrasen, weil bei Kunstrasen hat mein Papa gleich gesagt, das weiß er noch vom Fußball, dass man sich da schon krass verbrennen kann, wenn man hinfällt oder so schlittert. Deswegen ja, wird es wahrscheinlich Rollrasen, aber wir schauen mal. Liana ist schon wieder am Schaukeln heute Morgen. So wunderschön sieht es jetzt gerade aus. Da stand der Baum, der jetzt einfach mal in 2 Sekunden rausgerissen wurde. Ja, und jetzt müssen wir natürlich die Wurzeln noch entfernen, alles wieder einigermaßen glatt rächen. Und wenn wir uns jetzt wirklich für den Rasen entscheiden, dann müssen wir wieder mit Erde auffüllen. Was total ärgerlich ist, weil mein Papa tagelang gearbeitet hat, um das Ganze abzutragen, dass wir das Hackschnitzel reinfüllen können. Aber ne, ich wusste irgendwie nicht so richtig, dass das so scharf ist. Also ne, ich habe ja von euch aus der Community jetzt eben immer wieder gehört, macht das doch nicht. Also ja, jetzt schauen wir mal. Aber das ist der aktuelle Stand. Lianchen ist schon wieder am Schaukeln hier. Ne, mit Rubble. Und jetzt, Liana, warten wir auf den Papi, bis er vom Bäcker kommt und dann wird gefrühstückt, okay? Mhm. Oh, Sie haben den Rubble hier? Mhm. Haben Sie auch Frühstück? Ja. Ich hätte gerne ein Croissant. Okay, ein Croissant. Was mit Croissant? Einen Latte Macchiato, bitte. Okay. Sehr lecker. Was kostet das? Das kostet 2 Euro. Wow, das ist aber ein guter Preis. Hier, 1, 2. Dankeschön, schmeckt sehr lecker. So, jetzt klingel ich nochmal. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie vielleicht auch Schokolade? Mhm. Kann ich ein Stück Schokolade haben? Mhm. Mm. Oh, wo ist denn Rubble hin? Oh, Rubble sitzt da oben. Was würden Sie gern? Ich hätte gerne Schokolade mit ganzen Nüssen. Okay. Mmh, lecker, was kostet das? Das kostet 6, 7, 8, 9 und 10. Was? So viel? Oh, ja, Schokolade ist teuer, ne? 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Dankeschön. Das war sehr nett von Ihnen. Jetzt warten wir auf Papi, oder? Dann gibt's richtiges Frühstück. Hat Rubble auch Hunger? Ja. Okay, und du? Ich auch. Du auch. Okay, süße, süße Maus. Gut, dann gehen wir mal frühstücken, oder? Wir auch frühstücken, Wobbe? Ja! Na, schaut mal, wer bei uns schon wieder alles am Tisch sitzt. Rubble, Sky, Marshall, Zuma, Chase, alle da. Jetzt geht's los. Liantin hat schon ihren Einback und ihr Kakao und ihre ganzen Paw Patrols. Und ich werde jetzt ein Schokocroissant essen. Papa hat ein Brötchen. Ja, wir frühstücken jetzt. Okay, ich esse gleich ein Schokocroissant. Du darfst auch probieren, wenn du möchtest. Ist sehr lecker. Okay. Dieses? Okay, werde ich essen. Das linke. Das linke? Stimmt sogar. Sehr gut. Meine Lieben. Wir verabschieden uns jetzt und starten gleich in den nächsten Daily Vlog. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Bis ganz bald. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?